Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die neue Season ist jetzt endlich da. Season 8, es gibt mega viele neue Änderungen. Es gibt neue Städte und so. Es hat sich auf jeden Fall mega viel geändert. Aber in dem Video soll es jetzt nur um den neuen Battle Pass gehen. Ich werde mir gleich auf Stufe 100 durchkaufen. Also bis zum Level 100 Skin. Aber erstmal zeige ich euch noch den Shop. Der hat sich nämlich auch geändert. Und zwar gibt es einen neuen Emote. Fernglas. Und dann wieder den Fischstäbchen-Skin, den hatte ich auch schon davor, aber den gibt es jetzt auch noch in dieser Variante hier. Vergesst auf jeden Fall nicht, rechts unten im Shop meinen Creator-Code einzutragen, einfach Viereck drücken, Ariana Fan eingeben und bestätigen, ganz einfach. Dann würde ich sagen, ich komme als nächstes zum Battle Pass, also wenn ich kein YouTube machen würde, würde ich ihn mir nicht durchkaufen, sondern auch erspielen. Nur ich will euch halt die ganzen Skins, Tänze, Hängegleiter, was auch immer, in-game zeigen, wie sie im Spiel aussehen. So, alles einsammeln und schließen. Okay, ich fange direkt beim ersten an. Schwarzherz. Okay. Was sind 11 Stufen gibt's denn? Oh. Oh, das sieht schon geil aus. Hier in Gold. Und die letzte Variante. Okay. Also eigentlich mag ich nicht so gerne Männer-Skins, aber... so Lila oder Gold finde ich den schon ganz geil. Dann als nächstes Hybrid. Den gibt es auch in 10 Stufen. Okay. Was? Alter, wie geil. Oh, in Lila. Und mit Blitzen. Alter, in Schwarz ist der geil. Ja, der zweite Skin vom Battle Pass ist auf jeden Fall schon ganz geil. Hier V-Bucks. Dann die Tropentarnung. Dann, wie nennt man das? Kondensstreifen. Dann hier Cobra. Ja, sieht auf jeden Fall nice aus. Dann, ja, die unnötigen Sachen überspringe ich einfach. V-Bucks. Dann hier neue Musik. Ahoi. So, dann, hallo Freund. Ich sehe jetzt schon alle No-Skins, die das machen werden. Okay, dann, Himmelsschlangen. Das sieht geil aus. Okay, dann ja, hier wieder unnötige Sachen. Dann Stöckchen. Ja, der Hund. Die Hunde-Backpacks dürfen natürlich auch nicht fehlen im Battle Pass. Dann hier Sprays benutze ich eh nicht. Kleeblätter, okay. Meisterportal. Reaktiv, okay. Das leuchtet dann so. Klapperschlange. Oh. Ihr Hut ist geil. Dann nächste Seite. Flummi, V-Bucks, Treibholztarnung, okay, neuer Hängegleiter und jetzt der erste Tanz. Hat die gerade gedabbt? So, dann ja, wieder unnötige Sachen, Stöckchen, Pirat. Ach ja, so, hier wieder Spray, Phantasma. So ein ähnliches gibt's, glaube ich, schon. Dann hier eine Spitzhacke. Alter, die ist nice. Ein Luftschloss. Ja, ist okay. V-Bucks, eine neue Tarnung, Sonnendruck. Lahme Nummer. So, dann Charlie. Der Bananenskin, nein. Also wenn ein Gegner den spielt, egal wie gut er ist, ich werde ihn einfach nicht ernst nehmen können. Okay, dann... Ja... Schlawine. So, hier eine Hacke. Ja, ist okay. V-Bucks. Drachenschuppen. Dann ein neuer Tanz. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. So, dann hier Schlawina in Schwarz. So, dann hier Farbenbomber, der Skin, der jede Woche einmal im Shop war. Hier V-Bucks. Alter. Die Feuerhände und die Augen. Okay, den werde ich auf jeden Fall mega oft spielen. Gefällt mir auf jeden Fall. V-Bucks, neue Tarnung, Tigerstreifen. Was macht der denn da? Okay,
Stöckchen, Gold. Dann Ballistik. Oh, das sieht geil aus. Dann neuer Skin, Meisterschlüssel. Freischaltbare Stile, okay. Ja, finde ich jetzt nicht so geil. Dann die vorletzte Seite hier. V-Bucks. Dann neue Musik, Popsternchen. Ja, okay, reicht's. Dann als nächstes Schlawiner Camo. Hier mit seinem Helm. Neuer Tanz. Okay, jetzt zur letzten Seite mit dem Level 100 Skin. Oh, die sieht geil aus. Schlüsselmeister maskiert. Hä? Okay, jetzt der Level 100 Skin. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo der Level 100 Skin eine Frau ist. Aber irgendwie, naja. Also für den Level 100 Skin hätte ich schon mehr erwartet. Ich glaube sogar, es hätte mehr gepasst, wenn sie den Level 1 Skin mit dem Stufen 100 Skin getauscht hätten. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung zur neuen Season in die Kommentare und wie ihr den Battle Pass findet und was euer Lieblingsskin aus dem Battle Pass ist. Dann würde ich sagen, ich schaue noch kurz hier, ob sich was geändert hat. Oh ja. Keine Ahnung, ich habe sowieso nie Herausforderungen gemacht. Ich kenne mich da null aus. Aber das sieht auf jeden Fall jetzt alles ganz anders aus. Dann sieht noch was im Spind anders aus. Ne, das sieht alles gleich aus. Kanonen, es gibt Kanonen. Also ich habe noch nicht wirklich Ahnung, was sich im Spiel geändert hat. Also ich habe nur die neue Map gesehen, aber ich weiß jetzt nicht genau, was sich so im Spiel geändert hat. Das nächste Video wird auf jeden Fall wieder ein normales Gameplay. Da werde ich dann die neuen Städte anschauen. Naja, dann würde ich sagen, vergiss nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.